Servus, ich bin der Simon und das ist die fünfte Folge United States of Redstone. Ja, ihr seht, wir sind hier unter der Burg. Ja, da wollen wir heute hin, denn wir werden den Burgraben ausbauen. Und hier ist Obsidian. Das hat einen bestimmten Grund, denn Wasser und Redstone vertragen sich nicht. Und da ja ein Burgraben voll mit Wasser sein muss und hier die Redstone-Leitung für unser Tor ist, habe ich das vorsichtshalber mit Obsidian verkleidet, damit dann nichts passieren kann. Gut, ihr seht es, worum es aber als erstes gehen soll. Und zwar ist es das hier. Ja, das sind Nodenblöcke. Die lernt ihr auch in der nächsten Folge die Redstone Basics kennen. Mit denen kann man Musik abspielen. Und ja, das ist die grundlegende Funktion. Ich habe hiermit dann den Titelsong von Robin Hood nachempfunden. Es ist nicht genau das gleiche, aber ich kann euch das jetzt mal ganz kurz hier einspielen. Das war jetzt, vielleicht habt ihr den schon gekannt, wenn noch nicht, dann ist es auch egal. Oh mein Gott, wir müssen hier unbedingt noch ausleuchten. Creeper springen immer unsere tollen Redstone-Sachen. Ja, auf jeden Fall habe ich das hier einmal nachprobiert. Das war dann noch nicht so gut. Zwar ist dann eher so eine eigene Variante von mir geworden. Und hier drüben ist dann das eigentlich schon fast Originale. Wir müssen hier noch ganz kurz was ändern und dann kann ich euch das auch vorspielen. So, und jetzt müsst ihr hier so, nochmal so und genau, dann hier das gleiche nochmal, so, so und hier zum Schluss natürlich auch noch, ach, das ist da so. So, und ja, gut. Ihr hört das jetzt, diese beiden Varianten. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war es aber natürlich nicht vom Video. Wir wollen hier nämlich einen Zufallsgenerator einbauen. Immer wenn die Tür hier offen steht, also wenn sie aufgeht, soll eines dieser Lieder zufällig abgespielt werden. Und das ist eigentlich ganz einfach. Ich zeige euch das Ganze mal kurz in unserer Testworld, wenn wir sie finden. Oh, da unten. Ja, denn ich habe das ganz kurz ausprobiert für euch. Das solltet ihr kennen. Wenn nicht, schämt euch, schaut United States of Redstone. Nein, nicht United States of Redstone, sondern die Redstone Basics. Nicht. Ja, gut. Und zwar, dieser Observer, Beobachter erkennt, dass dieses Redstone angeht. Dieser Kolben schiebt den dann, wie gelernt, einmal kurz raus. Dann nimmt er den Block oder schiebt ihn wieder raus. Und somit können wir jedes zweite Signal hier einen Output bekommen. Und hier hinten noch, können wir das gut sehen, ist ein Zufallsgenerator. Eigentlich der einfachste, den es gibt. Und zwar ein Spender. Da ist ein schweres und ein nicht so schweres Item darin. Das ist eine Lore und ein Redstone-Verstärker. Und die Lore ist, ne, die kann man hier nicht stacken. Und den Verstärker könnte man stacken. Und das wird mit diesem Redstone-Block einmal hier rüber geschoben von dem Komparator.
gemessen. Und dann entweder gibt es hier ein einen Output oder nicht. Und wenn wir diesen Verstärker in die andere Richtung machen, dann können wir das gut in unserer Welt verwenden. Jetzt müssen wir, ach, das war keine so tolle Idee. Egal, das ladet jetzt wieder ewig lang. Mal warten. Ja, es geht. Aber die Schrift ist noch, ja, hier ist die Schrift. Gut. Und zwar wollen wir den Zufallsgenerator. Den bauen wir am besten hier unten rein. Hier ist nämlich, glaube ich, eigentlich genügend Platz. Wir müssen natürlich aufpassen mit diesen ganzen Leitungen. Hier ist, das wird schon schön langsam, wird es etwas knifflig. Nein, ich glaube, das können wir hier. Wird dann doch schwierig. Das könnten wir vielleicht so anschließen. Nein, so nicht. Mehr, ja, dann müssen wir einfach hier rein. Hier mit einem Verstärker, damit das Signal oben und unten rauskommt, denn da kann man ja die verschiedensten Töne raus. Ja, so, so, so. Und dann müssen wir das jetzt hier in der Mitte verbinden. Och, das wird was werden. Ja. Müssen auch hier aufpassen, dass es nirgendwo kleben bleibt. Das ist ja auch noch mit dem Schleim. Ach, das ist wieder hier ein Rumgemurkse. Übrigens seht ihr hier, habe ich schon zugemacht, denn da drüben sind wir ja jetzt eindeutig fertig. Und nach der heutigen Folge sind wir auch hier fertig. Gut, wir machen jetzt hier einen. Nein, nein. Ich kann selbst keine Beobachter bauen. Gut. Dann ziehen wir eine Redstone-Leitung hier hoch. Dann kommt ein klebriger Kolben hier hinten dran. Dann wieder ein Observer, der so zeigt. Und hier nochmal ein Kolben, der einen Redstone-Block hier hat. Gut. Dann brauchen wir jetzt noch ganz. Ah, das machen wir in die andere Richtung. Ist besser, denn sonst wird das leicht. Das können wir generell abbauen. So. Ja. Gut. Ja. Gut. Jetzt hier. Oh nein, das wird nicht gehen. Da müssen wir noch einen dran bauen. Dann bauen wir hier hin. So, und jetzt unseren Zufallsgenerator. Wir brauchen noch die Lore. Wir brauchen irgendein leichtes Item. Die Lore, hier den Verstärker. Gut, und jetzt sehen wir das ganz kurz. Wir brauchen auf jeden Fall einen Comparator und einen Redstone-Verstärker. Und zwar um hier mal das Ganze auszumessen. Wer, wohin, wie weit. Gut. So. Und jetzt müssen wir da aufpassen, dass wir unsere. Aha, das ist ein Gemurksel. Aber vertraut mir, wenn ihr viel mit Redstone baut, dann wird es das ein oder andere Mal vorkommen, dass ihr so ein. Ja. Ein solches Gemurks, wenn man das so nennen kann, haben werdet. Ja. Gut. Hier einmal einen Verstärker. Dann 1, 2, 3, ach, Redstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das geht sich genau aus. Dann brauchen wir allerdings noch eine Sicherung. Wenn wir das so. Ah, da brauchen wir es so. Nein, nein, so. Und zwar
Müssen wir jetzt noch hier eine Leitung ziehen, die dann das Original. Oh, da müssen wir. Och, das ist jetzt genau das, was ich meinte. Ach. Ja. So, so. Ha. Jetzt müssen wir hier. Ja. Oh, nein. So. Ach, so, jetzt. Und dann müssen wir gleichzeitig. Nein. Ja, das wird schwierig werden. Wie viel. Ah ja, das könnten wir noch versuchen. Wie viel Redstone-Output gibt denn eine Lore? Nochmal eine Lore holen. Und ja, dann können wir nämlich gleich probieren, ob das vielleicht auch noch anders geht. Eine Lore. Oh, jetzt geht die ganze Musik hier los. Nein, das geht leider nicht. Schade. Wir brauchen hier einen Verstärker oder einen. Schwierig. Wir können es auch nicht hier hinbauen, oder? Nein, das geht nicht wegen dem ganzen Apparat. Ja, da lasse ich mir jetzt etwas einfallen. Ist ja im Grunde nur Verkabelung. Hier müssen wir noch ein Signal reinmachen, damit das Ganze nicht beides dann abgeht. Aber wir sehen uns gleich, wenn wir den Programm bauen. Doch, ihr seht jetzt, ich habe das Ganze verkleidet. Oh, wow. Ja, ich habe das meiste verkleidet. Hier die Techniken einmal zugemacht, denn die sind jetzt alle fertig. Die Leitung habe ich auch noch gelegt, habe eine ziemlich einfache Lösung gefunden. Die können wir uns dann gleich noch anschauen und habe jetzt angefangen, hier so ein bisschen zu terraformen. Ich habe das hier jetzt gar nicht so stark gemacht, als man es normalerweise tun sollte. Man sollte es ziemlich, sagen wir, unberechenbar machen, ja? Also nicht so wie ich hier eigentlich, dass man sagt, ja, keine Ahnung, ich will hier da so lange, lange Strecken rüber. Da ist es besser, wenn wir hier, ach du, wenn wir hier immer wieder so ein bisschen freilassen oder wenn wir hier ein bisschen rausbauen oder so ähnliches. Ja, das können wir jetzt hier noch ein bisschen machen. Ja, so ist schon okay. Man sollte es natürlich auch nicht zu übertreiben, denn dann könnte das Ganze vielleicht etwas komisch aussehen. Das ist so die Faustregel von Terraformen, dass man nicht gleiche Formen benutzt, denn Minecraft macht das ja auch nicht. So, gut. Was jetzt aber noch wichtiger ist als, oder nicht wichtiger, aber ich finde es auch ziemlich wichtig beim Terraformen, vor allem wenn man es so macht wie wir jetzt, dass man da zum Beispiel immer wieder da so ein paar zum Beispiel Ranken reinbaut oder dass man dann auch hier im Wasser. Übrigens, das meiste ist hier mit einem Fill-Command gemacht, denn dann geht das Ganze schneller. So, hier auch noch ein bisschen. Das geht auch noch um die Burg. So ist schon okay. Gut, hier auf den Grund können wir noch ein paar Meeresgurken. Wisst ihr was? Dadurch, dass ich so wenig Survival spiele, weiß ich nicht mal, woher man Meeresgurken eigentlich bekommen würde. Wäre mal. Vielleicht gibt es da mal eine Reihe, wo ich dann Survival spiele und ihr mir zusehen kann, wie ich lerne, Survival zu spielen. Denn, ja. Mal schauen. Übrigens, zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, haben wir 10 Abonnenten bereits. Vielen Dank dafür. Es ist wirklich Wahnsinn. Wir haben jetzt einen Monat diesen Kanal und schon 10 Abonnenten.
Danke an jeden, der uns abonniert hat. Ja, wir sollten es natürlich auch nicht übertreiben. Hier noch ein bisschen vielleicht so. Gut. Hier, das sieht auch eigentlich ganz gut aus. Ja. Wie gesagt, es soll einfach nach einem alten Programm aussehen. Das wächst ja dann auch Richtung Wasser, glaube ich, oder? Ja, das sollte dann auch teilweise wachsen. Mal schauen. Was auch noch eine gute Idee ist, hier so Blätter zu verteilen. Ach. Wie gesagt, ich bin nicht der Meister des schönen Bauens. Und ich versuche trotzdem mein Bestes zu geben. Hier sieht das, glaube ich, dann auch ganz gut aus. Natürlich auch nicht übertreiben mit den Blättern. Ja, jetzt. Gut, das können wir dann auch so lassen. Ich glaube, den Rest hier, das wird sich wahrscheinlich nicht mehr so wirklich ansehen. Trotzdem schön, wenn auch die Ecken bedacht sind, die na normalerweise nicht so angesehen werden. Ja, was mir eingefallen ist, wir können jetzt auch noch so ein bisschen bemooster Bruchstein hier nehmen. Der sieht, glaube ich, ganz gut aus. Und Bruchstein müsste. Nein, Bruckstein. Bruchstein. Ja, ich glaube, die zwei sind hier auch noch schön, wenn wir die hier ein bisschen einbauen. Aber hier, diese Ecke gefällt mir schon ganz gut, muss ich sagen. Also, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, ob euch das gefällt, so wie wir das hier machen. Oder ob ihr findet, nein, das geht viel besser. Und wenn es besser geht, sagt mir doch gerne, was besser geht. Ich bin immer für Feedback zu haben. So, hier noch ein bisschen, einfach ein bisschen durchfliegen. So ein bisschen random. Ach. So. Bisschen random hier. Natürlich immer näher am Fluss, denn. Es macht ja keinen Sinn, dass oben am Berg das vom Wasser dann bemoost ist, ne? Ist auch, glaube ich, klar, was ich hier meine. Hier noch immer wieder noch ein bisschen Bruchsteinen. Dann sind wir auch schon fertig für heute. Wir könnten dann mal zum Abschluss, da wir ja jetzt dann eigentlich fertig sind mit dem Ga oh, mit dem ganzen Projekt. Also nicht mit der ganzen Burg, sondern nur mal mit dem Vorderteil, mit der Umrandung, können wir mal als Abschluss das Buch da öffnen, denn ich glaube, es war noch in keiner Folge, dass wir es richtig komplett aufgemacht haben. Und ja, wartet, so. Ah. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Mir gefällt es sehr gut. Gut, ach, diese Seite auch noch, das gibt's doch nicht. Wenn ihr euch mal vorstellt, 10 Leute haben uns auf YouTube gefunden. Das ist für uns, natürlich sind für manche 10 Leute noch gar nichts. Für uns ist es aber schon viel, denn wir machen ja die Videos eigentlich nur, weil uns das Minecraft-Spielen Spaß macht. Und ich muss immer die Meereskurven treffen, ne? Und da wir einfach dieses Aufnehmen und das gerne machen und dass da uns schon 10 Leute gefunden haben und es ihnen auch so gut gefällt, dass sie uns abonniert haben, das freut uns eigentlich schon wirklich
Hier könnten wir noch, damit das nicht so eine riesenlange Wand hier ist, hier immer wieder. Hier auch. Sonst sieht diese Wand so ein bisschen kahl aus. Ja, den Bruchstein können wir jetzt auch verwenden. Den bemoosten, wie gesagt, würde ich hier nicht verwenden. Denn das sieht einfach irgendwie so ein bisschen komisch aus. Ne? Hier ist das Wasser und hier, wo eigentlich sicher nie das Wasser ist. Ja, ein Bruchstein, ja. Hier so immer wieder. Bisschen ausrasten hier. Ah, hier sehen wir in die Technik. Das ist nicht so gut. Hier oben habe ich jetzt auch die Brücken auf beiden Seiten natürlich freilassen müssen, denn wäre nicht so toll. Ja, ich finde das jetzt eigentlich nicht schlimm, dass man das hier sieht. Ich meine, es gehört einfach zur Technik. Da kann man ja stolz drauf sein, wenn man so etwas hinbekommt. Auch ihr seid auf eure Techniken stolz. Auch wenn ihr vielleicht noch nicht so viel mit Redstone macht oder erst nur kleine Schaltungen macht. Darauf könnt ihr stolz sein, glaubt mir. Und es ist ein richtig gutes Gefühl, wenn man auf seine eigenen Erfindungen oder Schaltungen oder wie auch immer stolz sein kann. Und auch wenn man etwas nachgebaut hat, überlegt mal, ihr habt es geschafft, richtig nachzubauen, denn ihr habt es wahrscheinlich verstanden. Apropos nachbauen, nach den Redstone Basics kommen auch noch, ja, sowas. Nach den Redstone Basics kommen jetzt dann immer mehr Tutorials. Jawohl, das sieht doch mal schön aus, oder? Das könnte man aus einem Programm durchgehen lassen. Mir gefällt so. Und deshalb ich würde mich jetzt auch verabschieden. Würde dann nochmal ganz schnell, oh, ganz schnell das Tor öffnen. Ja, ihr könnt jetzt wahrscheinlich den Ton leider nicht hören. Aber ich kann ihn hören. Dadurch, dass ihr hier den Laptop oder halt den PC-Sound nicht aufnimmt, sondern nur meine Stimme, konntet ihr jetzt wahrscheinlich hier das nicht hören, aber es ist auch egal. Ihr wisst ja, wie sich es anhört. Ja, meine lieben Freunde. Oder auch nicht, je nachdem, wer weiß. Das war jetzt unser erster Teilprojekt, den wir eigentlich sehr gut gemeistert haben. Mir gefällt das Ganze hier sehr gut. Die Burgmauern sind fertig, auch von innen mittlerweile, wie ihr seht. Das Tor ist fertig, die Zugbrücke ist fertig. Wir haben das Ganze vertont. Wir haben hier einen Burgraum gebaut. Und ich bin wirklich stolz drauf. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin mal gefallen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Das wär's für die heutige Folge. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas lernen könntest über Terraforming, dann lass doch gerne einen Like da. Wenn noch nicht geschehen, abonniere unseren Kanal. Und das war's von mir. Tschüss!